Okay, Leo, du hast Post bekommen. Basti hat mir neulich geschrieben. Basti schreibt mir manchmal, druck das mal aus. Ja, und. Meistens ist es irgendein Quatsch, den ich für zu Hause brauche. Ja, aber diesmal hat er geschrieben, druck das mal für Leo aus. Und Okay. ich habe das ausgedruckt. Es war ein bisschen kompliziert. Das ist ein relativ großes Objekt, so verhältnismäßig. Ja. Und ich hab viel Müll produziert erstmal mit irgendwelchen Sachen, die nicht gedruckt drucken wollten, die einfach abgebrochen sind, wo ich einen Schokoriegel draufgeworfen habe aus Versehen. Und das ist dann. Ach so, ja, da hast du eingegriffen, Ja, aber ja. aus Versehen. Ich hatte zufällig einen Schokoriegel in der Hand und der ist mir auf das Kabel Ja, gefallen wie und dann ist konnte das denn das Kabel passieren? rausgerutscht. Aber daraufhin hast du doch jetzt auch ein Gehäuse für das Netzteil gedruckt, damit dir sowas nicht mehr passieren kann. Ja, ich habe Das gesucht ist. nach einem Gehäuse für das Ding und das ist auch bei den, wenn du so Modelle suchst, oft gibt es halt drei verschiedene Modelle und jedes passt dir in einem Detail nicht. Und du hättest am liebsten so ein Mashup aus den verschiedenen Ja. Teilen und das ginge grundsätzlich auch. Und dann, also zuerst habe ich ja sowieso in dem orangen Plastik hier versucht, aber das sieht man auch hier. Das ist wahnsinnig brüchig geworden. Ja, Okay. das sollte nicht so brüchig sein. Das sollte eher, das ist PET, das ist so wie eine Colaflasche. Das sollte wie eine Colaflasche erst sich ein bisschen biegen und dann irgendwann reißen. Aber das hier ist einfach super brüchig, das ist nicht in Ordnung. Dann habe ich einen Ersatz bestellt, jetzt ist eine neue Rolle da. Aber dann habe ich es halt in Grün nochmal in PLA gedruckt. Das ist so ein Zeug irgendwie aus Maisstärke. Das ist eher brüchig, was bei dem Ding vielleicht auch ein bisschen kompliziert ist. Und ich habe das jetzt zu Leo rübergeschickt. Das ist glücklicherweise heute angekommen, obwohl das Tracking gesagt hat, das kommt erst Montag. Und ich habe dir noch das entsprechende Zubehör dazu gelegt, weil ich war mir nicht sicher, ob du das jetzt griffbereit hast. Also du kannst es ja mal aufmachen Ich und mach mal wir schauen mal, was da rauskommt. Ist das vegan aus Maisstärke? Natürlich. Du Es ist könntest aber es das Essen im Zweifel. Milchsäure. Also ich weiß nicht, ob das. Oh, das geht nicht durch. Das Ja. geht nicht Milchsäure ist ja nicht unbedingt aus Milch. durch. Ja, das ist aus Mais. Das ist Milchsäure aus Mais. Im Unterschied zu deinem Käsekuchen, der aus Käsen war. Ja, genau. Oh, da ist was. Das ist für Basti, das Paket, oder? Nein, nicht. Oh, ich habe langsam eine Ahnung, was das. Nein, glaube ich nicht. Glaube ich trotzdem Jetzt nicht. doch, mir ist es eiskalt von den Augen gefallen. Wie sagt man? Ja, das ist der Spruch. So geht er. Ich schau mal, ob man das hier in der Kamera. Für die, die zuhören, es sind weiße Styropor-Kügel drin. Damit nichts kaputt Hier geht. sieht man ein grünes Objekt herauslugen. Oben auf liegt eine gelbe Frucht. Bei Bastis bevorzugte Fruchtnahrung. Aber die ist ganz Eine schön reif geworden, einen Tag bei Banane. der Post. Sieht noch ganz gut Die aus. war Es sind grün. mehr als eine Banane. Die war grün, wie ich sie rein habe. Diese Art von Accessoires habe ich natürlich auch immer zur Hand. Im Unterschied zu Basti. Ja, wir wollten nur sicher gehen. Aber ich finde es sehr gut, dass sie beigelegt ist. So, zweite Banane. Sehr, sehr gut. Backup-Banane. Darf Jetzt aber nicht zumachen fehlen. und wegwerfen. Darf nicht fehlen. So, und jetzt das von mir schon vermutete Objekt. Massiv skurril. Also es ist Siehste? eine nahezu unbeschreibbare Form. Das stimmt. Also für die sehr Zuhörer, schwierig. es tut mir sehr leid. Vielleicht packt Timo irgendwie ein Bild in die Shownotes oder sowas. Hier kann man nur scheitern weil dran. also das zu beschreiben, es sieht aus wie irgend so ein Alien-Objekt. Das ist Star Trek. Ja, also es ist wirklich eher irgendwie so. Oh, naja, also Wie so ein Winterschuh. ich vermute, dass man das hier an die Wand hängen kann. Nein, um Gottes Willen. Du, Siehst du, Leo hat noch keine Ahnung, du was hast das wirklich ist. kein, also das ist ja, ich bin schockiert, Leo. Okay, ich werde mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich vermute, dass man die Bananen hier einführt. Ich habe die größten Bananen genommen, die sie hatten, Ja. damit die dir auch gut drin stecken bleiben. Okay, also es funktioniert ganz gut. Also man kann Bananen, also sagen wir mal, wir halten mal fest, es ist ein Objekt, was man in irgendeiner Form vielleicht irgendwo hinhängt und was Bananen aufnimmt. Du hattest vorhin noch so ein Salzburger Glasgerät. Ja. Das kriegst du da auch rein?
Es nimmt Bierflaschen und Bananen auf. Also sehr gut, sehr gut. Auch nicht die allerbeste Kombination. Wo, ist. Jetzt überleg mal, wo könntest du das sinnvoll anbringen? Das könnte ich sinnvoll ans Fahrrad anbringen. Sehr gut, fantastisch. Ja, ich habe mich, als ich die Banane gerade aus der Kiste habe lugen sehen, habe ich mich daran erinnert, dass ich gesagt habe, ich bräuchte ein Objekt, mit dem ich die Bananen außen ans Fahrrad hängen kann. Dabei mir keine Gedanken gemacht, dass irgendjemand mir dieses verdammte Objekt ausdrucken könnte. Und vorher auf die Idee gekommen wäre. Dass eine teuflische Bauanleitung für 3D-Drucker irgendwo entweder von Basti sich selbst ausgedacht hat. Das wäre noch viel besser gewesen, aber nein. Natürlich. Dass die tatsächlich irgendjemand schon gemacht hat. Natürlich, gibt's das fertig. Mit deiner Lieblingsmarke für Getränke. Ah ja, ist ja Pseudoscience im Sport. Ja. Sehr gut. Und ich bin nicht ganz sicher, wie das am Ende, also das sieht dann so aus, ne? Mhm. Und das, je nach Bananengröße können die auch, glaube ich, da rausrutschen. Ich bin nicht sicher, wie es in der Praxis wirklich funktioniert. Aber das scheint die normale Verschraubung für diese Flaschenhalter zu sein. Okay, ja, sieht ganz gut aus von der. Hm? Und dadurch, dass es an der dadurch, dass es am Fahrrad ja eigentlich festgemacht ist, müsste es auch eigentlich, glaube ich, stabil sein. Aber ich weiß nicht, ob die Bananen halten. Da habe ich halt so dicke genommen, damit die drin stecken bleiben. Ja, nee, ich glaube, wahrscheinlich müsste man doch kompaktere Bananen wären wahrscheinlich zu bevorzugen. Aber stimmt schon, also wie sicher die da unterwegs sind, kommt natürlich dann vielleicht auch auf die Tour an. Aber es ist, also sagen wir mal, es ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Konzept. In welcher, also ist in deinem Fahrrad auch die Stange mit der Halterung in die Richtung, dass die also die Flasche so nach vorne guckt? Ja, also das wird funktionieren. Bei mir kämen die wahrscheinlich mit der zweiten Flaschenhalterung in Konflikt. Du brauchst jetzt aber nur noch eine Flasche, weil du musst keinen Energietrink mehr dabei haben. Du hast ja jetzt Bananen. Ja, das ist ein Argument. Du könntest natürlich auch 4 Bananen mitnehmen. Es gibt manche so für längere Abenteuertouren ausgedachte. Bei Bikes ist ja ganz gern, dass du noch so eine dritte Flaschenhalterung, die so am Unterrohr ist. Dann packst du das so nach unten, dann schleifen die Bananen irgendwo so unten über den Boden. Aber ja, gut, kommst halt nicht mehr so gut dran. Wenn du nach Banana Bikeholder suchst, dann findest du unweigerlich, weil das wird nicht funktionieren, dann findest du unweigerlich auch dieses Ding hier. Das ist also ein Leder-Ding, was du an die obere Stange dranhängst und eine Banane befestigst. Ja, okay. Das ist halt die Hipster-Variante. Ja. Die kannst du halt auch im Gürtel tragen. Schau mal, wie immer eine Banane dabei versatile, haben. Versatile auf Deutsch. Vielseitig. Wie vielseitig Ding ist. Ja. Mhm. Ja, sehr gut. Aber das scheint ja ein Hit zu sein, dieses Bananenhalterungsding. Also ich meine, Radfahren und Bananen gehört schon irgendwo zu. Können wir uns auch noch das ganz links unten anschauen? Das hier? Ja. Ja. Das sieht mir auch nach einem vielversprechenden Konzept aus. Mit 4 Bananen gleichzeitig am Sattel. Das für die Triathleten. Ja. Also, das hat mir beim Druck viel Kopfzerbrechen bereitet, weil das hier ist endlich dann fertig geworden. Und schon das, auch ein riesen Objekt, ja. Und das ist halt, das hat halt null gehalten. Das ist nicht so gut. Ja, das war einfach gar nichts. Das ist schon echt krass. Und wo ich bei dem auch ein bisschen Angst habe, muss ich sagen, wenn ich hier Druck ausübe. Ja, ich hoffe, dass es halt durch die Verschraubung halten könnte. Wenn nicht, dann kann ich es jetzt aus dem neuen Orangen nochmal drucken, weil das halt ein bisschen besser geeignetes Material ist. Das ist sowieso so ein bisschen eine Frage, wann dieses Material sich wie verhält und was man wofür verwendet und wie man das drucken kann und so. Und an sich, der hat das optimiert für einen Drucker, dass das eben, da gibt es eine alte Version davon, die ist noch ein bisschen größer, aber das Modell kannst du halt in einem Drucker mit 15 mal 15 Zentimeter gerade reinkriegen. Und das ist, ja, nicht wahr? Frag mich, da kriegt man doch sicher auch irgendwie noch so eine große Spreewaldgurke rein. Wäre vielleicht auch was für mich, wenn ich das mir ans Lastenrad hängen und dann immer so Notfall-Essiggurken dabei haben. Also ich meine, Gurke ist keine dumme Verpflegung. Ja, die Elektrolyte, also, fantastisch. Ja, das wäre nicht so falsch, Gurken mitzunehmen. Also ich weiß auch nicht, ob die so glorreich sind, die nach außen an den Flaschenhalter zu packen. Ja, gut. Weil ich meine, das Schöne an den Bananen ist, die kannst du ja nur wirklich gut mitnehmen. Die Gurken ist hochgradig problematisch, die mitzunehmen. Ich habe so ein Glas, ein Eimerglas. Ja, so ein Gurkenglas hinten in der Trikottasche. Und dann irgendwie auf dem
Bloß nicht auf dem Rücken fallen. Ja, du brauchst tatsächlich dann einfach so eine echte Spreewaldgurke, die gibt es ja einzeln in der Dose. In so diesen Dose, ja, diese kleinen Dosen, ja, die so kleiner als so eine Red Bull-Dose sind. Und da ist genau, also so wie diese Mate-Dose nur geschrumpft. Und dann ist da halt eine Spreewaldgurke drin. Da ist dann noch oben so ein Kunststoff. Da gehört schon auch jemand verhaftet für, oder? Das ist so großartig. Also, wofür jemand verhaftet gehört, ist übrigens diese Minzmate. Boah, die ist so gut. Ich habe nicht genau aufgepasst, habe Mate gekauft. Ja, die ist so fantastisch. Es ist Minzmate. Ja. Und das schmeckt so wie der künstlichste Kaugummi-Geschmack. Nein. So ein Wrigley's-Laster, der in so ein Mate-Laster reingefallen ist. Warst du von dieser auffälligen Minzgrüne, warst du nicht irritiert? Ja, stimmt. Die Dose würde es verraten. Auch der Subtitel Minze. Ich hätte es lesen können. Ja, aber es ist nicht. Hast du es in der komischen Uhrzeit eingekauft? Nö. Aber jetzt noch nicht nochmal, gell? Also für mich jederzeit gerne wieder. Ich finde die sehr lecker. Naja, ja. Aber jetzt lernen wir aus diesem Bananenhalter, es gibt für doch recht spezielle Dinge dann fertige Modelle. Ja, und es gibt sogar für dieses Ding, wenn du jetzt nicht diese Bohrungen an deinem Rad hast, gibt es sogar einen Adapter noch von den anderen. Der hat das geremixed und hat halt einen Adapter entworfen, wo du dann dieses Teil an eine Stange umschließend dran machen kannst. Ne? Okay, auch nicht dumm, ja. Und es gibt schon sehr viele tolle, fertige Sachen, mehr oder weniger sinnvoll, aber das ist jetzt schon. Ist schon beeindruckend, weil es ist halt, ist schon sehr speziell, also auch, dass du auch zwei Bananen unterbringst, das hat einer mitgedacht, weil ist ja besser als eine Banane. Aber das ist schon recht clever, muss ich sagen. Also die komplette Konstellation zu sagen, okay, nimmst du einen Flaschenhalter und packst halt noch. Ich meine, es gibt ja, fürs Rad gibt es also so Sachen, die man ans Rad hängen kann, da gibt es ja einen ganzen Markt für natürlich. Also das ist natürlich mal abgesehen von verschiedenen, ganz klassisch irgendwie der Satteltasche und Zeug. Aber inzwischen, dass du da an den Rädern, an welchen Stellen du da was alles dranhängen kannst und was da auch für vorgefertigt, also einfach Produkte zu kaufen gibt, da ist schon, das hat sich schon ganz schön, der Markt hat sich ganz schön ausgebreitet, habe ich das Gefühl, und auch für verschiedenes Zeug. Ich meine, meistens wirfst du halt dann die Bananen auch einfach in irgendeine Tasche, die du halt im Rahmen unterbringst oder vorne an Lenker hängst, und da kannst du natürlich auch alles mögliche andere reinschmeißen. Ne? Leute, die irgendwie mit ihren Drohnen unterwegs sind, die schmeißen dann halt die Drohne da vorne rein. Also du hast halt plötzlich Stauraum am Rennrad oder an irgendeiner Art von rennradartigem Fahrzeug. Zweirad. Das ist schon ganz nett. Und da fällt das natürlich auch drunter. Weil den Flaschenhalter mit den Bananen ist vielleicht immer noch sehr speziell. Aber ist halt, ja, lustig. Also ich meine, was man öfter sieht, ist Flaschen, so Kombination Flaschenhalter, Luftpumpe zum Beispiel. Flaschenhalter und Pannenset oder irgend so. Also irgendwas, was du halt auch zusätzlich am Flaschenhalter natürlich noch mit anbringen kannst. Bananen ist natürlich sehr gut. Ja. Ja, die heutige Sendung wird gesponsert von Enjoy Your Bike mit dem Bananenhalter. Jetzt ist bei Ingo auch schon im Programm gelandet. Enjoy Your Bike Bananenhalter, ja doch. Natürlich. Also vielleicht ist da wirklich eine große Marktlücke. Weiß nicht, ob da die brachialste Nachfrage ist, aber ich meine, wenn du das wirklich als fertige Form schon für den 3D-Drucker bekommst, ist schon ziemlich cool. Nein, aber jetzt, das ist mehr ein Spaß als sonst irgendwas. Vielleicht, oder vielleicht ist voll super, aber das bietet halt die Möglichkeit, es gibt für Sachen einfach Sachen zu customizen und Sachen herzustellen, wo es halt vielleicht tatsächlich keinen Massenmarkt gibt. Und zum Beispiel IKEA hatte vor einer Weile mal so Adapter gezeigt, ich glaube IKEA Israel oder so, die haben solche Griffadapter für ihre Möbel veröffentlicht als 3D-File, die du selber ausdrucken kannst für Leute mit irgendwelchen Behinderungen. Dass du halt irgendwie die Tür doch aufmachen kannst, obwohl du nicht richtig greifen kannst. Mhm. Jetzt haben sie letzte Woche oder so, die haben irgendwas zusammen gemacht mit Teenage Engineering. Yep. Und die haben da so LED-Leuchten und Lautsprecher. Und die Designfirma hat auf ihrer Website jetzt noch zusätzlich 3D-Modelle, um irgendwas Lustiges an diese Dinger dran zu bauen. Dann kannst du halt jetzt Räder ausdrucken für deinen Scheinwerfer. Und dann kannst du das so als kleine Kanone hinstellen. Das ist einfach großartig. Also generell ist es ein Projekt, das sollte man mal unterschreiben. Und da sollten wir mal drüber gesprochen haben kurz. Wer Teenage Engineering nicht kennt, die machen so Audio-Kram. Das ist halt so eine Manufakturbude, die einfach sehr schönes Zeug bauen und auch so, ja, Sequencer, Synthes und Zeug, und das ist schon
Und die, ja, die haben halt so Partyzubehör, sag ich jetzt mal, mit IKEA zusammen gemacht. Und das, ja, ich bin sehr begeistert von dem ganzen Quatsch. Und die haben halt jetzt diese Leuchten für 40 Euro und die Lautsprecher für 20, die wohl echt auch gar nicht so verkehrt sind, so Bluetooth-Lautsprecher. Und dann kannst du dir halt diese Zusatzgriffe und irgendwie Ständer und lustige Adapter für die Leuchten selber drucken oder halt aus deinem Shapeways rauslassen. Mhm. Also Teenage Engineering waren die mit Panic zusammen das Playdate machen, ja. Entworfen haben, entwickelt haben. Ja. Jetzt entwickeln. Und nochmal zu Shapeways. Ich habe da nochmal reingeschaut. Das ist ein Niederländer, der hat bei Philips gearbeitet und wollte irgendwie raus aus der Firma. Hat nach Investoren gesucht, so auf dem Venture-Kapitalmarkt für sein Shapeways. Haben sie alle gesagt, nee, geh weg. Ja. Aber Philips hat es dann irgendwie finanziert. Okay. Ist er zurück zu Philips und hat dann dort Shapeways gestartet und jetzt macht er eben diesen Print-on-Demand-Quatsch. Mhm. Und auch recht erfolgreich. Und das ist wohl auch, also jetzt, das ist ein sehr großes Ding, das kostet halt 70 Euro, dann kriegst du es in stabil oder für 150 in Nylon, dann super stabil. Und ich habe ein bisschen auf YouTube geschaut, Leute, die Schmuck designen, die können sich halt aus Shapeways direkt so ein kleines Metall-Ohrringe oder Ringe oder Zeug rauslassen, halt für einen Zehner oder so. Das ist schon nicht so schlecht. Ja. Ja, also wenn das halbwegs aufgelöst ist, ist es schon relativ cool. Und weißt du, wenn es nur der Rohling ist, also wenn du halt sagst, ich möchte das und das bauen und lässt dir halt dann das raus und arbeitest dann an dem weiter. Großartig. Ich habe auch gesehen, wenn du dir so einen Herzdrucker nimmst, kannst du daraus auch mit einem Schmuck designen, das ausdrucken und dann eben aus deinem Plastikteil eine Wachsform machen, ja. Dann Metall reingießen und dann hast du halt deinen Goldring in 3D designt. Das ist schon ganz cool. Ganz cool. Also schau mal, ob das Ding an einem Fahrrad funktioniert. Und unklar. Ich weiß nicht genau, ob ich es anschrauben kann. Das ist sehr schwierig mit diesen Schrauben. Morgen bei Strava mit Bananen im Taunus. Ja. Da hat der Designer auch nicht so genau nachgedacht, weil du musst so ein bisschen um die Ecke schrauben, um das reinzubekommen. Also die Löcher sind von der Banane quasi verdeckt. Nach oben. Ja gut. Aber das ist so ein Inbusschlüssel mit dem du das fällst. Selbstverständlich. Werkzeug ist in jeder Form bei mir vorhanden. Ich bin davon ausgegangen, dass Fahrradwerkzeug vorhanden ist. Ja. Oh je. Na gut. Okay, wenn ihr das jetzt nur gehört habt, schaut euch mal in den Shownotes die Fotos von dem Ding an. Ist ganz gut. Ja, definitiv. Okay. Ja, ist schon cool. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt. Also es ist halt wirklich lustig, dass du diese Art von dass du einfach Prototypen machen kannst von Zeug. Und und halt auch siehst, ich meine, wie viele Leute springen halt auf Bananenflaschenhalter an oder halt auf irgendein anderes Produkt. Das ist einfach, das ist schon ein ziemlicher Hit. Ja, auch für IKEA-Sachen. Also zum Beispiel, du hast ja diese Clips, die du an der Küchen, in die Küche, die Abdeckleiste unten. Ja. An die Füße dran. Clips, das sind so lumpige Clips, die dir garantiert beim dritten Mal abbrechen. Ja, sind sie bei mir alle abgeworfen. Gibt es selbstverständlich zum Ausdrucken. Natürlich. Ja. Klar. Und bei IKEA halt vielleicht zum Nachkaufen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Also ich war diese Woche, musste ich zu so einem Autohändler. Ganz schwieriges Date für mich, weil mir vorne am Auto so ein Plastikteil abgefallen ist. Mhm. Irgendwo beim Fahren abgefallen, ja. Zitat Autohändler. Wir wissen, das passiert manchmal. alles klar. Dann habe ich versucht, dieses Teil zu googeln. Ich habe dann, der Philipp Bräunler hier hat mir gesagt, wenn du die Nummer hast von dem Teil, dann findest du sowas. Aber halt nie nach irgendeiner Beschreibung. Und den Trick kannte ich irgendwie nicht. Also es war unmöglich, dieses kleine Plastikteil irgendwie zu googeln. Und dann bin ich halt zwangsläufig zu diesem Autohändler und habe das halt gekauft. Halt für Unsummen. 50 Euro, Stück Plastik oder so. Mhm. Kennt ihr das? Ich habe das dem Philipp schon erzählt. Wenn du so einen Kauf tätigst, wo jeder von den beiden Parteien, teilnehmenden Parteien weiß, dass jetzt viel zu viel Geld, das dafür ein Teil übergeben wird. Und eine Partei, in diesem Fall der Verkäufer, zögert den Kauf so lange raus,
um ihn einfach wertvoller wirken zu lassen. So, weißt du? Der macht die Tüte nochmal auf, guckt das Teil nochmal an, so, sieht das gut aus, passt das so alles, weißt du? Und dann tut das wieder rein und tut es nochmal raus. Und ich will diese Transaktion nur über die Zeit bringen, weil das ist einfach ganz schrecklich alles. Und das wäre zum Beispiel auch so ein Teil gewesen. Ich glaube, aus Frustration scanne ich das jetzt mal über so eine App ein, die Timo kann mir da sicherlich was empfehlen. Mhm. Und dann stelle ich das einfach mal online, damit vielleicht, wenn es nur einer ist, der nicht zum Outlander muss, deswegen. Wie groß ist das denn wirklich? Ja, es ist halt zwei Finger groß und eine Plastikscheibe mit so zwei Stöpseln. Mhm. Also so banal, wirklich banal. Also das wäre sicherlich, vielleicht gibt es das auch, aber es war halt irgendwie, ihr kennt das ja, weißt du, dann fällt hier Schnee und dann Schnee ins Auto rein und so weiter. Irgendwann musste es dann mal erledigt werden. Mhm. Stand bei mir 3 Wochen auf der To-Do-Liste und ich habe es nicht gefunden und dann habe ich es für 50 € gekauft. Und weißt du, wenn du nicht mal fragst und er gibt dir schon einen Rabatt von, ich mach's mal 45 €, so, weißt du, das ist alles falsch hier, alles falsch, ich will hier nur weg. Ja. Da wäre 3D-Druck auch wieder sehr gut gewesen. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Man müsste halt bei manchen Sachen, wenn die zerbrechen, man müsste halt vorher gescannt haben, damit man das halt vom Auto abbricht und weg ist, dann kannst du es nicht mehr scannen. Richtig. Also was da immer, Pro-Tipp an der Stelle, was da immer sehr hilft, wenn man woher auch immer die Ersatzteile-Software des jeweiligen Autoherstellers hat, weil da findet man halt so Explosionszeichnungen von allem, inklusive dann, also da kannst du halt dann sagen, ich habe keine Ahnung, hier E-Golf. Mhm. Und dann sagst du, welches Baujahr und dieses und jenes und dann findest du dieses. Und dann kannst du halt gucken, wo ist das Ding und dann hast du eine Explosionszeichnung und dann findest du das eine Ding, weil darüber bestellen die es halt in der Regel. Genau, also, ich habe es doch gesehen, ja, so sah das aus auf seinem Computer dann. Ja, genau. Es gibt diverse Autoforen, wo Leute, wenn man danach nett fragt, diese Handbücher scannen und hochladen. Und es ist immer furchtbar. Es muss sich in diesem Forum anmelden und dann kriegst du sonst die Datei nicht. Also das war noch mehr No-Go. Aber ja, ich weiß nicht, ob man die Nummer irgendwo von diesem Teil irgendwo hergekriegt hätte. Irgendwie letztendlich ist es auch egal. Weil es wird wieder abfallen. Und das Lustige ist ja so, also das Teil kostet jetzt 50 €. Soll ich, na gut, okay. Weißt du, das erwartest du ja schon irgendwie so ein bisschen so. Naja, und Montage kostet dann 80. Hm. Warte mal, Montage? Das ist nur draufdrücken, oder? Ja. Okay, 80, okay. Und dann müssten wir das ja natürlich noch in einem Paintjob müssten wir dazu noch verkaufen. Der wäre dann 200 €. Ja, na klar. Sag ich, Paintjob für was denn? Für das Auto? So, nee, für dieses Teil. Für dieses 10 cm große Teil. Ich nehme nur das Teil. Okay. Da muss die ganze Vorderseite neu lackiert werden, damit das nicht auffällt. Ah, ich habe so Hast du es denn schon montiert? Nein. Das Problem ist wahrscheinlich im Auto rum. Du wirst es jetzt wahrscheinlich. Gib es doch wieder ab, Alex. Gib es doch wieder zurück. Sag, es hat nicht gepasst oder so. Willst du deine 45 € zurück? Ja. Und dann kaufst du dir danach irgendwas zu essen. Die werden es schon wissen. Du machst es wahrscheinlich ab und beim Abmachen verkratzt du dir so krass den Lack, dass dafür brauchst du diesen Paintjob. Nee, du kannst jetzt scannen und dann zurückgeben. Nein, er meinte, also, das könnte man auch schon selbst machen, da müssten wir jetzt in der Werkstatt und so weiter nicht ran. Mhm. Aber nur so unter uns, also was wir machen, wir nehmen so Ziplines und befestigen es, weil die fallen raus, die Teile öfters mal. Alles klar. So Kabelbinder. Kabelbinder, sagt man ja. Ui. Ja, also ist auch noch ein qualitativ minderwertiges Teil, was ich gekauft habe, weil er schon gesagt hat, es fällt wieder ab. Ja, sehr alles gut. Klar. Okay. Gut, so viel dazu.